über Opfer und Macher und wie man Opfer zu Machern machen kann. Denn das ist eine der wichtigsten Eigenschaften einer Führungskraft im Verkauf. Denn Verkaufen ist nun mal psychologisch relativ stressig. Es kann sein, dass man den ganzen Tag hart arbeitet und abends hat man überhaupt nichts vorzuweisen und kein Geld verdient. In einem normalen Job, wenn man es morgens zur Arbeit schafft, weiß man schon, wie viel man abends verdient haben wird. Beim Verkauf ist das anders. Da muss man jeden Tag Gas geben und jeden Tag gut drauf sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Führungskräfte oder als Verkäufer es schaffen, uns selbst zu steuern. So, was sind Opfer, was sind Macher? Kurz zur Definition. Opfer in dieser Definition sind nicht Leute, die Opfer von Verbrechen oder Krankheiten geworden sind, sondern Menschen, die Schwierigkeiten damit haben, ihren eigenen Gefühlszustand zu regulieren. Zum Beispiel ein Kunde sagt, ich habe woanders gekauft, ein Wiederkommer kommt nicht wieder und damit ist die Laune, das Energieniveau auf einem niedrigen Niveau und das dümpelt weiter auf dem niedrigen Niveau. Der kommt da nicht von selber raus, sondern der unterhält sich dann mit anderen, die auch gerade im Opfermodus sind. Die Kunden werden immer schlimmer, die werden immer fieser, die gehen durch immer mehr Möbelhäuser und kommt da nicht alleine wieder raus. Bis wieder ein etwas Externes passiert, zum Beispiel ein Wiederkommer kommt und schreibt 15.000 Euro. In dem Moment ist der himmelhoch jauchzend. Und verharrt auf diesem Niveau. Das heißt, er ist wesentlich besser drauf als sonst. Man merkt das bei diesen Leuten, weil die ihre Umwelt auch manchmal auf den Nerv gehen in diesen Hochphasen. Die sind zwar gut drauf und die haben auch gerade Erfolg gehabt, was man sich aber klar machen muss, die sind immer noch Opfer. Denn die sind in ihrem emotionalen, in ihrem Gefühlszustand abhängig von Umwelteinflüssen. Was ist dagegen ein Macher? Ein Macher macht einfach. Der ist auf einem, relativ einem Niveau unterwegs. Jetzt passiert was Gutes, zum Beispiel schreibt er ein Drittel seines Jahresumsatzes, ist mir mal passiert, an einem Nachmittag, da ist er kurz gut drauf. Danach macht er aber genau das, was er immer macht. Am nächsten Morgen schläft er nicht aus, der geht auch nicht am Abend irgendwie Party machen, bis der Arzt kommt, sondern der geht vielleicht nett mit seiner Frau essen und am nächsten Morgen steht er wieder um 5:30 auf, geht joggen und macht seine Arbeit weiter. Das heißt, er hält sich dadurch, was er tut, deswegen, er ist ein Macher, auf relativ einem gleichen Energieniveau. Genauso, wenn was Schlimmes passiert, ein Kunde sagt ab oder sagt, ich mache das Programm erst nächstes Jahr, bums, fehlt ein Drittel vom Jahresumsatz. Das zieht ihn natürlich kurz runter, aber sofort macht er wieder das, was er immer macht, nämlich Artikel schreiben, Sachen verkaufen, mit Kunden sprechen. Und dadurch, dass er das macht, was er immer macht, so definieren sich Macher, die tun das, was erfolgreich macht, hält er sich wieder auf dem Energieniveau, egal was passiert. Ausschläge sind nur kurz. So, das Problem für uns jetzt im Verkauf ist, Opfer können die Hälfte der Zeit nicht verkaufen, deswegen kommen auch diese bösen Zyklen. Ein Tag nichts verkauft, zwei Tage nichts verkauft, in der Opfermentalität abgerutscht und jetzt sprechen sie keine Kunden mehr an. 70% der Gesamtbevölkerung sind Opfer. Das heißt, können nicht wirklich gut ihre eigenen Zustände steuern. Und deswegen haben wir als Führungskräfte eine Riesenchance, wenn wir denen helfen, den eigenen Zustand zu steuern. Wie geht das? Also erstmal muss man Opfer erkennen. Die kann man körpersprachlich schon erkennen. Die stehen ein bisschen zusammengesunken, sind auf jeden Fall inaktiv, gucken oft nach unten. Das ist ein Zeichen von Depression. Es gibt einen schönen Charlie Brown Cartoon. Da steht er sehr nachdenklich und traurig da und erklärt dann seiner kleinen Freundin, du, wenn du eine Depression haben und behalten willst, dann musst du dich so hinstellen. Wenn du so stehst, ist es schwierig, eine zu haben. Man kann Opfer an der Körpersprache erkennen. Also viele Führungskräfte, ich auch, können sehen, wenn jemand irgendwie einen Tag lang genullt hat. Das sieht man tatsächlich an der Körpersprache. Opfer haben auch ein eigenes Vokabular, eine eigene Sprache, die Opfersprache. Opfer reden immer über Sachen, die sie selbst nicht kontrollieren können. Wer anderen die Schuld gibt, gibt anderen die Macht. Wenn ich also sage, ich verkaufe nichts, weil Frau Merkel schuld ist, die Griechenland-Krise, das Flüchtlingsproblem oder was auch immer, dann habe ich die Macht abgegeben, alle anderen sind schuld, die fiesen Kollegen, die Konkurrenz, die Rabattwerbung. Die sprechen sehr wenig über sich, die reden sehr viel über andere. Das ist die typische Sprache der Opfer. Es gilt, sie zu erkennen und dann die nächsten Schritte einzuleiten. So, wenn wir diesen Opfern jetzt helfen wollen, müssen wir uns vorher die Schritte überlegen, durch die wir gehen. Denn instinktiv machen wir es falsch. Wenn wir ein Opfer antreffen, der hat gerade irgendwas Blödes erlebt, ein Kunde hat ihn schlecht behandelt. Die erste Reaktion ist doch, nett zu fragen, Mensch, was ist denn passiert? Aber was ist passiert, ist ja schon Opfersprache. Es macht
denjenigen, den Verkäufer, zu einer passiven, zu einer leidenden Person, dem irgendetwas Schlimmes passiert ist. Und der Kunde war der Akteur. Was ist denn passiert? Oh ja, manchmal sind... Und dann der nächste Schritt, den wir eigentlich intuitiv machen, ist uns Mitleid zu entwickeln. Das ist auch ganz... Es fühlt sich richtig an, ist in dem Fall aber falsch. Ne? Dann sagt man, ja, das ist auch schlimm und die Kunden sind manchmal auch gemein. Und erzähl doch nochmal, wie war's? In dem Moment, wo man sagt, Mensch, erzähl doch mal, was war denn da los? Was ist denn passiert? Zwingt man den armen Menschen, nochmal dieses unangenehme Erlebnis zu durchleben und sorgt dafür, dass der nochmal die schlechten Gefühle entwickelt, die er da schon entwickelt hat. Also, die erste Reaktion, oh, was ist denn passiert, ist falsch. Und dann Mitleid und Solidarität ist leider auch falsch, obwohl sich's gut anfühlt. Was sollten wir stattdessen tun? Stellen Sie Macherfragen. Das heißt, fragen Sie, wenn der schon sagt, ja, ich hatte fiese Kunden oder so, Mensch, mit welcher Strategie bist du denn auf die zugegangen? Das ist streng genommen eine Unterstellung, aber eine positive Unterstellung. Wenn ich Sie frage, mit welcher Strategie haben Sie das gemacht? Und da stelle ich Ihnen, dass Sie eine hatten. Aber in den 10 Jahren, die ich das mache, hat mich noch nie jemand zurückgewiesen und gesagt, ja, hören Sie mal, ich habe doch keine Strategie, ich habe keinen Plan. Nee, überlegen Sie sich eine Strategie. In dem Moment sind die in einem völlig anderen Film, nämlich Sie hatten eine Strategie. Und dann frage ich, wie hat der Kunde reagiert? Das heißt, der Verkäufer ist der Akteur, der Kunde ist der, der reagiert. Also wir steuern durch die richtigen Fragen das Denken. Überhaupt, wenn Sie einen Mensch angucken, den Zustand eines Menschen, so besteht der aus 3 Teilen. Das ist das Denken, das Fühlen und das Tun, das Handeln. Und mit dem Tun meine ich auch Körpersprache und alles, was dazugehört. Normalerweise versuchen wir ja, das Gefühl direkt anzusteuern. Nicht zu sagen, ah Mensch, das wird schon wieder und so schlimm ist es doch nicht und du hast doch vorgestern gut geschrieben und du bist doch ein guter Verkäufer. Das haut überhaupt nicht gut hin. Oft sagen wir den Leuten noch, du hast nicht das Recht, dich so zu fühlen, wie du dich gerade fühlst. Auch das ist unsinnig, denn man fühlt sich nun mal so, wie man sich fühlt. Und die Leute entwickeln ja regelrecht Bärenkräfte, um zu argumentieren, warum es wirklich alles so schlimm ist. Also, am Gefühl können wir schlecht ansetzen. Wo wir ansetzen können, ist einmal am Denken. Energie folgt der Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit wird gesteuert durch Fragen. Wenn wir fragen, oh, was war denn da los, was ist dir passiert, schicken wir die Aufmerksamkeit voll in die unangenehme Situation und damit nochmal in das Erleben. Wenn wir aber fragen, mit welcher Strategie bist du auf die zugegangen und was würdest du beim nächsten Kunden anders machen, um die Chance, dass das besser läuft, zu erhöhen? In dem Moment, das die Trainer nennen das, Fragen in den Kopf stellen. Wir können nicht gleichzeitig denken und fühlen. Das heißt, wenn wir in den Kopf und nicht in den Bauch fragen, sorgen wir dafür, dass in dem Moment die blöden Gefühle ausgeschaltet werden und der über Strategien nachdenkt. Das Denken können wir steuern. Und das Gute ist, das hat alles Wechselwirkungen. Nicht? Ein verändertes Denken wirkt sich auf das Tun aus, auf die Körperhaltung, auf die Aktivität, auf das Gefühl auch. Aber das Tun, was wir mit unserem Körper machen, das ist das Effektivste überhaupt. Der Begründer der modernen Psychologie, William James, hat gesagt, ich tanze nicht, weil ich fröhlich bin, sondern ich bin fröhlich, weil ich tanze. Was dahinter steckt, ist, unser Körper sendet an uns selber Signale, wie wir uns gerade fühlen. Das heißt, jemand, der so steht, was leider im Möbelhandel oft vorkommt, wenn gerade kein Kunde kommt, das ist der stehende Django, der kommt in eine sehr, sehr niedrige Energiedichte und kann dann, fühlt sich dementsprechend auch schlecht und denkt über schlechte Sachen nach. In dem Moment, wo wir ihn da rausholen, einfach sagen, du, komm mal mit, wir drehen mal eine Runde und unterhalten uns mit ihm über seine Statistik des Vortags oder über seine guten Umsätze im Vormonat. In dem Moment ist er sofort da raus. Das heißt, wir lassen Charlie Brown nicht so da stehen und versuchen, ihn zu überzeugen, dass die Welt nicht schlecht ist, sondern aktivieren Charlie Brown. Und in dem Moment, wo sich körperlich was verändert, verändert sich auch das Denken und es verändert sich auch das Gefühl. Wenn Sie ein Opfer zum Macher machen wollen, steuern Sie die systematisch an durch die richtigen Fragen, durch Macherfragen, nach Strategie, nach in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit, nicht die Frage warum stellen. Steuern Sie die Körperhaltung, indem Sie Leute einfach mitnehmen. Übrigens, wenn Sie einen sogenannten Club antreffen, das sind mehrere Möbelverkäufer, die zusammenstehen, diskutieren Sie nicht mit denen, denn diskutieren können Sie schon. Nehmen Sie sich einen von denen und sagen, komm, wir gehen mal eine Runde spazieren. Ich garantiere Ihnen, die anderen werden weg sein, wenn Sie zurückkommen. Wenn Sie das oft genug gemacht haben, wissen Sie, man hilft damit Menschen.
die lernen ja, in dem Moment, wo ich mich bewege oder in dem Moment, wo ich mir diese Fragen stelle, geht es mir besser. Das heißt, wenn wir oft genug Opfern helfen, wie Macher zu denken und sich wie Macher zu verhalten, dann kriegen die das irgendwann auf Autopilot. Und das ist eine der wirklich vornehmsten Aufgaben einer Führungskraft, einem Verkäufer, Haltungssteuerung, das heißt, die Herrschaft über sein eigenes Gefühlsleben zu geben. Denn das ist der wirkliche Hebel zum Erfolg. Machen Sie Opfer zum Macher.